Es war Freitagabend. Ich hatte einfach mal wieder Bock auf Party, wollte dann drauf machen, ein bisschen chillen, einfach mit der U-Bahn in die Stadt fahren. Also machte ich mich auf den Weg. In der U-Bahn-Station bemerkte ich, dass irgendetwas anders war. Es fühlte sich alles hier so kalt an. Und außer mir war niemand hier. Das ist eigentlich total ungewohnt für Freitagabends. Ich dachte nicht weiter darüber nach und ging weiter, und da kam sie auch schon, die U-Bahn. Die Reifen quietschten und die U-Bahn kam zum Stillstand. Die Türen öffneten sich, ich stieg ein und die U-Bahn fuhr los. Es war alles ganz normal. Ich musste schon in der nächsten Station aussteigen. Musste nur 5 Minuten fahren. Doch nach 5 Minuten hielt diese U-Bahn noch nicht. Ich wurde langsam etwas nervös, schaute auf die Uhr. Schon bereits 8 Minuten bin ich gefahren und es war noch kein einziger Mensch hier in dieser U-Bahn. Ich fing langsam an, durch die Waggons zu gehen, um zu gucken, ob noch jemand hier wäre, aber es ist überhaupt kein Mensch hier. Ich ging nach vorne und ein Fahrer war auch nicht dort. Es machte mich nervös, nun bin ich schon seit 10 Minuten in dieser U-Bahn. Und keine Station weit und breit. Ich rannte weiter und weiter, schaute hinaus, aber sah nur Dunkelheit. Und plötzlich stand rechts neben mir ein Mann. Er tauchte aus dem Nichts auf. Er hatte einen schwarzen Smoking an. Er schaute mich starr und kalt an. Ich fragte den Mann sofort: Wo geht diese U-Bahn hin? Ich fahre ja schon seit 10 Minuten. Ich sollte eigentlich schon längst in der Stadt sein. Doch der Mann erwiderte nur: Der Zug fährt ins Nirgendwo. Nach diesem Satz war ich echt beunruhigt. Ich suchte weiter durch die Waggons, um einen Ausweg zu finden oder eine Möglichkeit, wie diese U-Bahn stehen könnte. Aber ich fand nichts. Ich ging wieder zurück, um den Mann noch etwas zu fragen, doch er war auf einmal weg. Als wie wenn er nie da gewesen wäre. Ich wurde immer nervöser und ich war verzweifelt und wusste nicht mehr weiter. Und genau in diesem Moment fuhr der Zug immer schneller und schneller. Und genau zu diesem Zeitpunkt, als ich es nicht erwartet hatte, fing die U-Bahn zum Bremsen an. Die Reifen quietschten. Und ich war plötzlich wieder an dieser Station, wo ich eingestiegen bin. Die Türen öffneten sich, ich rannte raus und so schnell wie möglich nach Hause. Ich war einfach nur heilfroh, wieder zu Hause zu sein. Doch plötzlich merkte ich in meiner Nachbarswohnung Rauch. Ich klopfte an die Tür und fragte meine Nachbarin: Mrs. Brown, ist alles in Ordnung? Doch ich hörte nur Hilfeschreie. Nach diesen Schreien rammte ich die Tür und sah Mrs. Brown am Boden liegen. Ich holte sie hinaus und fragte, was passiert wäre. Mrs. Brown antwortete nur: Ich habe das Gas vergessen. Plötzlich bemerkte ich ein Bild auf ihrer Kommode und hab gefragt. Ich traute einfach meinen Augen nicht. Denn dieser Mann auf diesem Bild, das war dieser Mann in der U-Bahn mit dem Smoking, der mir gesagt hat, dass der Zug ins Nirgendwo fährt. Ich fragte Mrs. Brown, wer das wäre, und sie antwortete nur: Das ist mein Mann. Er ist vor vielen, vielen Jahren gestorben. Er sagte einmal zu mir, dass er mich nie verlassen wird und mich immer beschützen wird.